die ISH 2023 anstatt von Rothenberger und auch dieses Jahr machen wir natürlich wieder die Rothenberger Profi-Challenge. Zwei Kandidaten, so will die jetzt gleich mitmachen. Jetzt ist die große Frage, wer traut sich? Wo sind unsere Spezialisten? Hier drüben. Du bist der Oberspezialist, habe ich gehört. Traust du dich? Machst du mit? Machst du mit? Auf geht's, komm. Dann bist du auf der Seite. Du machst auch mit? Wunderbar. Also du darfst dich schon mal hier hinstellen. Ich erkläre ganz kurz die Spielregeln und was wir hier machen. Die Rothenberger Profi-Challenge ist ein Spiel, wo zwei gegeneinander antreten. Und zwar bei einem richtig geilen Spiel. Wir haben hier ein Tunnelsystem unterhalb dieser beiden Bühnen. In dieses Tunnelsystem kommt ihr mit einer Kamera von Rothenberger. Am Ende befindet sich ein vierstelliger Zahlencode. Dieser Zahlencode muss eingegeben werden in ein Schloss, und zwar hier an dieser roten Box ist ein Schloss angebracht. Daran befindet sich ein Pressring. Dieser Pressring muss einmal, hier kommt ein Kupferstangen rein, an vier Positionen miteinander verbunden oder verpresst werden. Dann geht es wieder an Wasser und dann halten wir die Zeit an. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell sind unsere beiden Kandidaten jetzt gleich. Der aktuelle Spitzenwert, der wurde am Montag aufgestellt. 55 Sekunden hat einer gebraucht. Das ist verdammt schnell. Der aktuelle Tagesbeste hat 1 Minute 11. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob es einem der beiden gelingt, diese Zeit zu unterbieten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch ein bisschen was. Ich sage, der Sommer kommt bald. Was braucht man auf der Baustelle, wenn es warm ist? Was Kühles zu trinken? Eine Limo. Hast du Limo gesagt? Trinkst du Limo auf der Baustelle? Du bist noch auszubilden. Nein, bist schon fertig. Hast du einen Meister? Noch nicht. Machst du einen Meister? Wann? Demnächst. Demnächst ist ein sehr gutes Zeichen. Also, wenn du es dieses Jahr noch hinkriegst, darfst du hier mitmachen. Bei der Rothenberger Meister Challenge. Ich gebe es dir mal mit. Lies es dir nochmal durch. Also, es ist auf alle Fälle bald wieder warm. Wir brauchen was Gutes. Deshalb gibt es diese speziell von Rothenberger Kühlbox mit eingebautem Kühlschrank. Da braucht man keine Kühlakkus mehr reinmachen. Plus noch ein paar Extras. Die gibt es für den schnellsten des Tages und für den schnellsten der Woche. Gibt es einen richtig geilen, limitierten Rothenberger Tischkicker. Den schicken wir dazu. Kannst du nicht kaufen, kannst du nur gewinnen. So, jetzt die große Frage. Du hast dich schon mit allem vertraut gemacht. Für dich steht schon alles so, wie es sein soll. Wunderbar. Hier drüben gucken wir nochmal schnell. Da wird nochmal geschaut. Ganz, ganz wichtig, sobald man oben an die Presse kommt, ich zeig's noch mal schnell, du kommst nur so ein bisschen dran, ist er gesperrt. Das heißt, man muss komplett durchdrücken, jetzt kannst du ihn wieder öffnen. Doch, der hat einen Knopf, hier hat er einen Knopf. Zum Lösen, ich sage dazu nichts. Keine Wettbewerbsverzerrung. Ich sage nur durchdrücken, dann kann nichts passieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du auch, ne? Guck mal, das Schöne ist, wenn dann die Freunde neben dran stehen, hänge ich schon so mit so, lass mal machen. Ihr könnt euren Freund ruhig mal anfeuern gleich. Wir wollen euch hören. Eine Zange für euch drei. Wenn er sie gewinnt, dürft ihr euch seine Zange gerne teilen. Das ist richtig. So, seid ihr bereit? Nee, noch nicht aufmachen. Erst auf dem Wasser, dann darfst du aufmachen. So, ach, hier drüben. Sind wir auch noch nicht fertig. Hatten jetzt so viel Zeit. Also, hier sieht man das. Das wurde schon verpresst. Hell, wunderbar. Und das müssen die Jungs jetzt machen. Vier Positionen haben sie. So, und auch YouTube ist dabei. Sowas könnt ihr auch mal zu Hause als Spiel. Einfach mal so als Gruppenspiel, wenn Freunde kommen. Wäre doch mal was. Kupferrohr pressen, wie wäre das? Ihr seid bereit. Kriege ich einen Daumen? Auf die Plätze. Fertig, los. So, und da verschwindet jetzt schon die Rohrkamera in unserem Rohrsystem. Hier sieht man jetzt gleich, wie die Rohrkamera durchschießt. Noch zwei Rundungen und dann kommt er gleich an den Code. Du bist schon draußen. Guck mal, jetzt siehst du mich.
Du musst wieder zurück. Da ist er. Da hat er aber ordentlich Gas gegeben. In meinen Augen sieht man leider keinen geheimen Code. Jetzt ist er dran. Hier drüben wird schon verpresst. Mal ganz gemütlich. Ein Profi ist am Werk, das sieht man. Hat große Hände. Weiter drücken. Und jetzt kann er sie wieder öffnen. Wie sieht's aus hier drüben? Wo sind wir denn zeitlich? Wir sind bei 52 Sekunden. 52 Sekunden. Das ist ein ganz netter Freund, den er da dabei hat zum Anfeuern. Vielleicht braucht er das auch, ich weiß es nicht. So, dich wollen wir nachher aber auch sehen, mein Freund, ne? Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Dich sehen wir gleich auch noch auf der Bühne. Und dann darf er dich anfeuern. Da freue ich mich schon drauf. So. Ah, 1,34, hier drüben sind wir schon fertig. Und wir sind bei 1,42. Also man sieht, der Meister hat auf alle Fälle gewonnen. So, also der Gewinner kriegt jetzt natürlich erstmal was. Ganz, ganz wichtig, guck mal. Deine Jungs und du, ihr dürft euch jetzt dieses Multitool teilen, der ist für dich. Bitteschön, vielen Dank fürs Mitspielen. So, und unser zweiter Gewinner, zweitplatzierter, dürfen wir nicht vergessen, ganz wichtig, halte ihn in Ehren, den Entlüftungsschlüssel von Rodenberger nur für dich. Vielen Dank fürs Mitspielen, die nächsten zwei Kandidaten haben wir schon. Du bist dran, dich will ich jetzt hier oben sehen. Deine Zeit will ich jetzt hier oben sehen. Ja, ihr dürft beide. Wir spielen gegeneinander. 1:11 gibt es zu schlagen. Ist er der Klassenbeste bei euch? Ja, ja. Im Regen wahrscheinlich. Klassenbeste im Regen. So, hier drüben wird wieder alles parat gemacht. Und dann gucken wir mal, ob es jemandem gelingt, die aktuelle Bestzeit von 1:11 zu schlagen. Spannend werden. 55 Sekunden ist aktuell der Wochenbeste. Wenn das heute noch einer schaffen würde, schaffst du das? 54 Sekunden, dann musst du sehr geschickt sein. Also der das gemacht hat, der Serbe, der war wirklich sehr, sehr geschickt. Da hat jeder Handgriff aber sowas von gepasst. Also für alle, die jetzt frisch dazugekommen sind, ich sag's nochmal, für alle bei YouTube, ihr könnt's gleich mitreden. Zwei Bühnen. Tunnelsystem erkennt ihr mit den roten Strichen am Boden. Hier seht ihr auch das Plexiglas mit dem Plexiglasrohr. Da kommt die Kamera durch bis zum Schluss und am Ende befindet sich ein vierstelliger Zahlencode. Diesen Zahlencode müssen unsere Kandidaten in ein kleines Schloss eingeben, das in diese roten Box angebracht ist. In diese roten Box befindet sich der heiß gesehnte Pressring. Dieser Pressring kommt um die Kupferstangen und muss an vier Positionen miteinander verpresst werden, danach auf dem Wasser und wir halten die Zeit sofort an. 1:11. Wie heißt du? Michael. Hast du schon mal gemacht? Ja, ja, auf jeden Fall. Du bist so ein Schwitzer. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Aber du kennst dich zumindest, wurdest du eingewiesen, du weißt alles. Du hast es ja gesehen bei deinem Kumpel, ich meine, du hast ja so tolle Ratschläge gehabt gerade eben. Du hast jetzt auch so tolle Ratschläge gleich, ne? Feuerst ihn richtig schön an. Freue mich schon drauf. Das ist heute sehr, sehr spannend. Jetzt gucken wir hier drüben. So. Hast du noch ein Selfie schnell gemacht? Weil du gar nicht so gepostet hast in der Form. Zumindest sah es so aus. Also du weißt auch alles? Ja? Ja, ihr zwei seid anscheinend richtig schnell. Bereit? Bereit? Auf die Plätze, fertig, los. So, Michael, jetzt wollen wir aber mal was sehen. Wie schnell schießt dein Mäuschen durchs Loch? Da kommt schon. Ich halte mal lieber drauf, nicht, dass er gleich wieder durchstößt. Oh, guck. Was ist denn jetzt eigentlich?
also, Sammy. Das sieht ganz gut aus bisher. Ich muss mich, glaube ich, gleich korrigieren. Der Keil ist aber... Singst du gerade dabei? Das kostet jetzt Zeit. So, wie weit sind wir hier drüben? Da haben wir jetzt die Box auf. Der Michael verpasst es. Gucken wir nochmal schnell zeittechnisch. Oh. Michael, noch eins ganz schnell und dann, aber sowas von schnell auf dem Wasser und du hast eine neue Tagesbestzeit. Schnell. Drück. 1:11. Also, du wärst noch schneller gewesen, hättest du hier nicht irgendwie ein Lied angefangen zu singen. Da war es egal. 1:11. Also, was jetzt schon mal ist. Michael, du gehörst zu den beiden, also Philipp und du, ihr seid jetzt gerade aktuell gleich schnell. 1:11. Sollte später richtig. Nee, weil wir spielen ja noch den ganzen Tag. Sollte jemand schneller sein wie ihr, ist er automatisch der Schnellste des Tages. Schafft es heute keine mehr, schneller zu sein wie 1:11. Würdet ihr um 17 Uhr heute ein Stechen machen? Aber um 17 Uhr muss ich schon wieder drauf. Kriegt mir trotzdem irgendwie. Morgen seid ihr nicht mehr da. Also, wir gucken mal, wann geht ihr denn? Also dann guckt da vorne mal kurz vorbei, vielleicht wissen wir da schon mehr. Euch auf alle Fälle erstmal weiterhin ganz viel Spaß. Wir machen mal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit der Rotenberger Profi-Challenge 2023. Und dann gucken wir mal, wer heute vielleicht noch schneller ist wie ihr.